Guck mal, jetzt sogar ein Futtersilo. Ist ja interessant, bestimmt verdorbenes Futter. Perfekt. Ja. Look younger. The miracle of sleep. Ja, das hört eine Frau immer gerne. Das hört eine Frau immer wieder gerne. So, speichern endlich. Nicht, dass wir wieder irgendwie durch einen Crash, keine Ahnung, den Fortschritt verlieren. Nix da, das ist meine Schrotflinte, die hab ich gebastelt. Bist so ein Penner. Okay. Gib Kovac die Waffe zurück. Hier, take it. Thank you. As promised. Here is your special gift. Ich will mir das nicht selbst zusammenbasteln, das ist langweilig. Feel free to search around my dumpsters. Okay, dann craften wir uns so eine. Hoffe ich mal. Find the blueprint of the gun and the compressor close to my trailer, parked at the hilltop of the camp. It's up to you how you customize Ein Harpunengriff mit 100 Erfahrung noch dazu. Ja, das sieht doch schon mal schnieker aus. Die Augen geht's auch noch lang. Affen? Affen? Warum ist da ein Affe drauf? Schau mal ganz kurz hier lang. Da haben wir eine rostige Machete, die haben wir ja noch im Inventar, das ist ja kein Problem. Ja, dann werden wir uns doch gleich mal an seinem Ding bedienen. An seinem Vorrat natürlich. So, das gekochtes Fleisch. Schmeckt wie Rindfleisch, nur intensiver. Fleisch und Lagerfeuer, okay, das hätte ich vielleicht vorher mal finden sollen. Na gut, so, haben wir hier noch irgendwas? Kann man hier irgendwas mitnehmen? Da oben ist eine Tankstelle für Benzin. Ein LKW-Reifen. Da oben sieht ziemlich verlassen aus. Ich denke mal, das ist das, was er meinte. Leere Flasche, Inventar ist voll. Damit. Aber ich denke mal, kann man das irgendwie verarbeiten? Ich glaube nicht. Können wir, glaube ich, alle mal ablegen, oder? Nehmen wir doch lieber die leere Flasche mit. Und füllen die mit Benzin. Es ist zwar ein bisschen eklig, dass da eine Flasche mit Benzin ist, aber gut. Sollten wir vielleicht nicht verwechseln. Kann man die irgendwie... Doch, kann man bewegen. So, dann werden wir das ganz kurz mal ein bisschen hier so ein bisschen ordnen. Na, das reicht schon. Gut, machen wir zwei. Oh, da hinten ist einer. Ein Affe in Hilfe, in Not. Munition für selbstgebastelte Waffe. Munition für selbstgebastelte Waffe. Eine selbstgebaute Pistole. Jetzt können wir die nämlich bauen. Brauchen wir eine Pistole, ein Harpoon-Dings wahrscheinlich. Ne, eine selbstgebaute Treibgaspistole. Okay. Da haben wir ein kurzes Rohr, Inventar ist voll, ist natürlich ärgerlich. Tja, gute Frage. Ein beinahe steriles Stück Stoff als solches nutzlos. Okay, dann machen wir vielleicht daraus mal die Pfeile. Zack. Zusammenfügen mit dem da. So viele Pfeile machen, wie es geht. So, wie viele Pfeile haben wir? 78, wunderbar. Ah, da war noch was. Nochmal Munition. Ein Holzstock, wo mein Inventar voll ist. Eine Rolle. Ach du Kacke, hier ist so viel Zeug, was wir mitnehmen können. Ist ja Wahnsinn. Kommen wir hier rein? Schaut nicht so aus. Ein Werkzeugkasten nochmal. Ein Handkompressor. Ah, ja, 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 ja. Ist natürlich ärgerlich. Ich bräuchte mal irgendwie, keine Ahnung, eine Truhe oder so. Medikit. Ja, hier kann man noch einiges mitnehmen. Vielleicht versteckt sich darunter noch was. Leider nicht. Und was haben wir hier? Exotische Früchte. Da kommen wir nicht runter. Okay, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt alles haben schon. Einfach mal just for fun zünde ich das an. Überlebenshandbuch. Waffen. Habe ich eigentlich alles. Dann crafte ich die doch mal. So, da haben wir irgendwo da den Harpunengriff zusammenfügen mit dem Ding hier.
Zusammenfügen. Was haben wir hier? Kurzes Rohr. Zusammenfügen mit dem Werkzeugkasten. Eine selbstgebaute Pistole. Hallöchen. Dann können wir gleich mal die Items wieder mitnehmen, die wir hier fallen gelassen haben. Denn wir haben ja wieder Platz im Inventar. Und da möchte ich das ungern liegen lassen. Nicht, dass ich später nicht mehr weiß, wo ich das hingelegt habe. Und ich vielleicht die noch brauche. So, hat er eine Quest? Ja, der hat sogar die Quest für uns. Wir sollten uns so ein Ding basteln. Hat aber nur 50 Munition. Ach, das ist eine Pistole und keine Schrotflinte. Das ist natürlich ärgerlich. Die Schrotflinte hätte natürlich viel mehr Wumms. Vielleicht kann man das Ding auch aufschießen. Ne, kann man nicht. Der hat relativ wenig Wumms. Schauen wir doch gleich mal, wie eine aus Schrott selbstgebaute Treibgaspistole. Niedrige Feuerrate, niedriger Schaden und mittlere Reichweite. Ja, sieht man schon, da ist nicht unbedingt super toll Wumms dahinter. Aber wir haben jetzt eine Waffe. Und vor allem ist ja ein Affe. Oh, ist das nicht rein? Waffe und Affe. Aber erst dann gehe ich zu dem Typen. Wir sollten nämlich die Waffe craften. Ach ja, wir sind außerdem aufgestiegen im Level. Schon vorher, das wollte ich gestern schon machen. Wir haben 2 Punkte. Okay, dann fangen wir damit erstmal an. Schwere Kost verlangsamt den Durst- und Hungerpegel mal 2, also nur noch um die Hälfte reduziert. Fähigkeit, Schildbooster herzustellen. Beste Chance, ohne genau zu ziehen, einen Kopfschuss zu landen. Lässt sich schneller ziehen, um den Gegner einen Kopfschuss zu verpassen. Und sobald wir das gemacht haben, bessere Chance, mit einer Schusswaffe einen kritischen Treffer zu landen. Erhöht den Schaden der Gegner durch Treffer mit Brandgranaten, Brandgeräten zugefügt wird. Dann könnten wir das hier machen, Brandpfeile herstellen. Und hier haben wir den Molotow-Cocktail. Flambiertes Essen, Fähigkeit, anlockende Molotows herzustellen. Hm, lecker. Ja, hier haben wir Fähigkeit, Ziehen und Stärke Booster herzustellen. Fähigkeit, bessere Buffs herzustellen. Einmal zusätzlich jeder... Ein zusätzlicher natürlicher Booster für ihn selbst herstellten. Hergestellten natürlichen Booster, mein Gott. Erhöht die Anzahl erlaubter natürlicher Booster pro Inventarslot mal 2. Verlangsamung Erschöpfung, 35% Bonus-EP für jedes macht getötete Monster und 25% extra EP für jedes getötete Monster. So, hier haben wir noch erhöht den Schaden der Gewehr der Gegner durch Treffer mit Sprengstoff hinzugefügt wird um 50%. Sprengpfeile herstellen und gibt dir die Möglichkeit, coolen Sprengstoff herzustellen. Würde ich doch gleich mal sagen, nehmen wir das einmal mit. Und das hier nehmen wir mit. Wunderbar. So, das wollte ich letztes Mal schon machen. Oh, hier haben wir sogar die EP. Da, 790 von 3000. Okay. Genug geredet. Wir haben jetzt die Fähigkeitspunkte mal wieder verteilt. Und Kovac labert uns schon wieder voll. Ja, ich bin natürlich hier auf der Insel noch bestrebt zu bleiben. Oh, gerne, gerne. Das nehme ich an. Gerne, gerne. Danke, kehre zu Maramon zurück. Ja, wir haben also... Links könnten wir noch langlaufen, um weiterzukommen. Bei dem Affen helfen. Und hier unten haben wir natürlich auch noch einen Affen, dem werden wir jetzt auch mal helfen. Hallöchen, Affe. Ach nee, Inventar habe ich gar nicht. Auch nett, dich kennenzulernen. Wie geht's dir? Koche eine außergewöhnliche weiße Pflanze für Coco. Okay, wir haben nur eine außergewöhnliche rote Pflanze, soweit ich weiß, oder? Blaue Pflanze. Doch, da, gekochte außergewöhnliche weiße Pflanze, haben wir schon. Pilze für Überlebende. Sehr schön. Mushrooms for survivor. Mushrooms very precious. Mushrooms and leaves keep survivors. Ja, gibt uns natürlich Hunger. Der Beutel ist voll. Okay, kann ich danach erst mit ihm reden? Tatsache. Gut, dann werde ich die Weeks am Ast fallen lassen. Ist okay. Ein paar Pilze erhalten. 600 Erfahrung und wählerische Affen 1 von 12. Hier haben wir, was haben wir denn hier? Ein Holzstock. Und ansonsten ist hier nichts mehr außer exotische Früchte. Gut, dann werden wir die restlichen Platz hier auch noch mitnehmen. Kassava-Wurzel. Kann ich nicht mitnehmen. No Platz. Ein Knochen von einer frischen Tierleiche. Lass mal ganz kurz fallen. Nehmen das mit. Essen das. Und nehmen das wieder mit. Juhu. Schöner Inventartausch. Hier hinten war noch eine Pflanze irgendwo, habe ich gesehen, oder? Hi. War hier nicht eine Pflanze? Bin ich so blind? Ernsthaft? Hi. Das ist traurig. Okay. Das ist wirklich traurig. Ich dachte, ich hätte eine Pflanze gesehen, aber die war da wohl nicht. Ja, wir können insgesamt also 12 Affen helfen. Wir sollen ihnen also wahrscheinlich immer wieder irgendwas zu futtern bringen. Nee, zu Ramon möchte ich jetzt noch nicht zurück. Ich möchte jetzt erstmal die Reste der Insel erkunden. Schließlich habe ich hier gerade meine schöne selbst... Oh, Pistolenteile.
Pistolenteile. Schussmunition meine ich natürlich. Und jetzt können wir unsere eigene Waffe benutzen, die wir eigens hergestellt haben. Okay, die Viecher kann ich nicht abballern. Okay, dem Affen kann man da noch helfen. Hoffe ich mal, dass man dem noch helfen kann. Ha, geilo. Oh mein Gott, I like it. Nee, da hinten noch nicht. Das ist mir noch ein bisschen zu risky. Da werde ich vielleicht mal die Machete nehmen, oder? Ah nee, wir haben so viele Munitionsteile. Oh, stimmt, den Helm musste ich ja erst kaputt machen. Wunderbar. Während ich nachlade, kann ich das ganze Zeug hier noch einsammeln. Ein Soldatenhelm kann man natürlich nicht mehr mitnehmen. Das ist natürlich kein Platz mehr dafür da. Ist natürlich ärgerlich. Aber was soll man machen? Gut, hier schnell werde ich natürlich zuerst besiegen immer. Und es wird wieder dunkel. Da habe ich noch eine Pflanze. Und da habe ich natürlich schon das erste bisschen Licht hier. Die Taschenlampenlicht. Ich würde aber gerne mal die Dinger kaputt machen. So. Oh, daneben. Der hat den dahinter anvisiert. Maschinenteile. So, ja, mal keine Maschinenteile mehr anscheinend. Erfahrung, werden wir wahrscheinlich das Ziel wieder ausnehmen können. Frischfleisch. Gut, kein Frischfleisch für uns, also lassen wir das liegen. Kasawa-Wurzel auch nicht mehr. Wir haben natürlich wieder ziemlich viel Durst, aber erstmal unnötig. Pam! Hi! 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 Ich habe euch gesehen. Was möchtest du denn essen? Ja, der Papagei spricht immer zu uns. Sollte ich eigentlich beide dabei haben? Oder sollte ich eigentlich dabei haben? Das ist natürlich ein bisschen anders. Okay, drei exotische Früchte sollte ich dabei haben. Schaue ich einfach nochmal nach. Drei exotische Früchte habe ich sogar danach dabei. Ah, ich muss doch wieder mein Inventar leer machen. Dein Beutel ist voll. Bist du ein Känguru oder was? Fünfzehn Federn, jetzt kann man schön... Oh, wir haben Durst. Das ist natürlich nicht gut. Trinken. Oh, 100% direkt gleich wieder. Ach, die Flasche ist dann verbraucht. Das ist dann natürlich ärgerlich, ne? Oder ah, nee, doch nicht. Die leere Flasche liegt hier unten. Dachte ich mir schon. Kleine und... Ach, das Kacke. Na, was kann man denn da weglegen dafür? Fallen lassen. Sollte ich vielleicht nicht auf das Zeug legen, was ich aufsammeln will. Gut, dann lassen wir das einfach mal hier. Und damit haben wir... Oh, da hinten ist noch eine Wasserquelle. Die möchte ich natürlich noch mitnehmen. Können wir die leere Flasche dann nicht direkt mal wieder nachfüllen. Frischfleisch haben wir auch noch. Werden wir das gleich noch mitnehmen. Kochen. Sollte ich eigentlich auf dem anderen Ding haben. So, eine Tierhaut. Kann man auch noch einsammeln. Wunderbar. Und die Flasche füllen. Wunderbar. Es ist ja Wahnsinn hier, wie gut das flutscht. Haben wir wieder eine neue Frucht oder ist das nur ein... Ah, eine Kasawa-Wurzel. Oh, cool. Können wir sogar auch noch mitnehmen. Gut, dann auf geht's zurück zu Ramon. Vielleicht begegnen uns hier noch schöne Monster in der Nacht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht sind die alle nicht da. Oh, ich höre noch eins. Und zwar ziemlich nah. Aber er ist nicht hier. Okay. Na, dann ist er nicht hier. Ist mir auch egal. Wenn er nicht zu mir... Oh, hier unten. Hier oben, meine ich. Könnte es wieder nur... Ach, scheiß drauf. Leck mich, die Monster, jetzt. Ich gehe zu Ramon zurück. Vielleicht ist er mittlerweile tot, weiß ich nicht. Was haben wir denn hier? Ein Handkompressor. Wir könnten noch eine zweite andere Waffe basteln. Wäre natürlich schick. Ah ja, man könnte ihn natürlich... um eine Panzerung herzustellen. Okay, aber den Handkompressor kann ich immer noch nicht mitnehmen. Das ist natürlich ärgerlich.
Außergewöhnlich rote Pflanze kann ich nicht kombinieren. Jedenfalls nicht alleine. Erwartet mich ja irgendjemand?